Yeah! Ich habe gerade ein Achievement bekommen. Ich bin wieder da in Learn to Fly 3 und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von diesem überaus interessanten, guten Spiel. Wir spielen natürlich weiter in der Story und wo sind wir denn stehen geblieben? Wir haben ja unsere Crate. Die können wir mal auf Level 2 verbessern. Coil auf sogar auf Level 4. Das ist doch nice. Und da fliegen wir mal los. Wir brauchen ja ein bisschen Money und. Ah, Vogel! Nein! Ah! Okay. Okay, interessant. Wir haben ganze $81 bekommen, das ist schon mal nice. So, jetzt muss ich mal gucken. Boosts, was haben wir denn noch für Boosts? Kann man denn hier schon neues? Medals? Ach nee, Medals waren ja die Achievements, richtig. Ah, ich muss noch mal gucken hier, Main-Menü. Okay. Coil machen wir auf Level 5, Crate auf Level 3. Ich meine, es gibt bestimmt schon besseres, aber. Ne? Wir müssen unsere Kiste weiterschießen. Wir wollen mit der Kiste ins All. Das ist unsere Devise. Boah, und schaut euch die mal diesen Super Saiyan hier an, wie der abgeht. Wow! Lemmegetai! Okay, und jetzt gibt mir der Sprit aus. Das war schon mal besser als davor, ist ja klar. Ich meine, man wird ja auch immer besser. Nein, war es doch nicht mal nicht. Es war nicht mal besser. Bonus-Shop unlocked. Errungenschaft freigeschaltet. Let me get high. Bonus-Shop unlocked. Spend Bonus-Points on permanent upgrades that carry across new games. Oh mein Gott! Das habe ich mir schon immer gewünscht. Ich schwöre. Alter, was haben wir hier? Ich habe 120 BP. Boost Income increases the money earned after each day. Earn interest of any money left at start of a day. Get more. Of your launchers. Ich weiß nicht, was ist, aber. Das kann man sich nur increase the thrust of stages. Reduce the effect of air drag. Das kann praktisch sein. Better compression means we can pack more fuel in the same boost. Yeah. Make stages last longer. Yes, balloons too. Bla 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 bla. Interessant. Reduce the number of obstacles of above flying. Und ich glaube, das ist jetzt noch nicht so krass wichtig. Upgrade Bonus arms beyond der regular max level. Okay. Reduce gravity on Earth. Effects on solar system are unknown. For every day passing by, we reward you with 3 bonus points. Used to replay cutscenes in few low definition glory. Ich würde tatsächlich das hier nehmen. Okay, weiter kann ich auch nicht. Nee, weiter kann ich nicht. Okay, interessant. Gut, dann haben wir uns jetzt das hier geholt. Sehr geil auf jeden Fall. Jetzt warte mal, wie könnte man jetzt eigentlich nochmal sein Dings wechseln? Ach, hier könnte man das. Ejector Seat könnte ich mir jetzt schon holen. Oder wir sparen natürlich auch das Rocket Kit. Vergleichen wir mal Top Speed. Ist natürlich etwas mehr schwerer. Etwas mehr schwerer vor allen Dingen. Aber komm, holen wir uns den einfach mal. Kann ja nicht schaden. Was ist damit? Ejector. Nee, hier, Launcher wollte ich ja. Launcher. Tilt Cannon. Slingshot. Ja, haben wir uns jetzt einfach mal die Tilt Cannon geholt. Schauen wir einfach mal. Wir müssen uns noch ein bisschen einfinden, was auf jeden Fall die Kombination und die Blablas betrifft. Ich weiß nicht, was Blablas heißt. Macht nicht was anderes. Hier können wir uns noch nicht. Fireworks könnten wir uns theoretisch dann noch holen. Auf jeden Fall fliegen wir mal eine schöne Runde. Schießen wir unseren schönen Pinguin ins All. Oh, guck dir das mal an! Use. Achso, okay. Hallo.
Okay, so war das nicht geplant. Oh, da ist eine Wolke. So war das aber nicht geplant. Das war so nicht geplant. Glaubt mir das ruhig. $38. Ja, also auf jeden Fall, da fliegen wir gleich mal noch eine Runde. Das war jetzt wirklich so nicht geplant. Ja, auf jeden Fall steil bergauf geht es, meine Freunde. Woo! Ich habe irgendwie das Gefühl, der Sitz ist noch gar nicht so geil. Naja, doch, der macht jetzt noch so eine Piu-Piu-Dings da. Und jetzt fliege ich auf jeden Fall ein Stück weit nochmal. Alter, da ist ein Flappy Bird. Nice. 124 und damit können wir uns auf jeden Fall die Feuerwerkskörper holen. Das war hier Feuerwerk. Rocket, warte mal. Ja, holen wir uns doch Rocket, oder? Rocket. Geil, haben wir uns Rocket geholt. Mal sehen, was das jetzt ausmacht. Special Powers. We discovered Special Powers. Go get some at the black market. Okay. Earn 2x Cash for the Eve. 2x Cash. Reduce Community blablabla. Speedfires and Creep blablabla. Okay. Oh, wir sind jetzt am Schwarzmarkt. Schaut euch mal diesen Gangster-Pinguin an. This is the black market. Here you buy unique items with sardines. Buy one of these, first one is free. Okay, eigentlich muss man, für Sardinen kann man sich so eine extra Dinger kaufen. Ich glaube, das werden wir mal jetzt nicht so krass benutzen. Ich würde einfach mal sagen, hier zweimal Geld geht doch auf jeden Fall. Butcher is complete. Here is a bonus to get you started. Okay, plus 25 Sardinen, das ist doch ganz nice. Good job. Now select the power and get ready for takeoff. Alles klar. Ich würde gerne das hier nehmen. Takeoff! Oh mein Gott! Oh, ich setze alles auf eine Karte. Und jetzt die Raketen zünden. Beziehungsweise die eine Rakete. Und da fliegen wir hoch, immer weiter, wie es uns gefällt. Gotta go fast. Jetzt steil, stürzen wir ab. 524 Dollar. Nice. Nicer Dicer auf jeden Fall. Wow. Das ist jetzt schon was von der heftigen Sorte. Wir upgraden mal die Tilt Cannon. Wir upgraden die Rocket. Wir upgraden Pressure Gas. Und mehr können wir auch nicht upgraden. Fliegen wir mal noch eine Runde. Ja, ja, ich weiß jetzt, wie der Hase läuft. Use bla 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 to keep the cannon up. Right! Alter! Schaut euch das. Ah! Du scheiß verhurtes Flugzeug! Verdammte Scheiße! Das war so nicht geplant. Wow, noch ein Suchfleisch. Aber was ist denn das hier? Alter! Was war das? Ah! Terrorangriffe! Nein! Nein! Ich will doch nur in den Weltall! Ah. Okay, das lief irgendwie nicht so geil. Alter, dieser Flugzeuge schon wieder, ne? Das gibt's ja nicht. Aber immerhin 415, das war, und das vor allen Dingen ohne Bonus, das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Gehen wir mal alles auf die Cannon. Und machen wir nochmal einen Flug. Boah, Alter, schaut euch diese fette Kanone an. Ich rede natürlich von meiner fetten Kanone. Boah, jetzt diese Musik, ey, schon viel nicer. Ah, oh, du Kackdrachen. Schaut euch mal an, wie geil er fliegt. Er fliegt immer weiter, immer weiter, weiter. Er ist der Reiter eines Sessels. Damit will er ins All. Das schwör ich euch. Compromise Gas. Flight Time. Auf jeden Fall 10, plus 10 BP, das ist nice. Das wird auf jeden Fall schon immer besser. 25 Sekunden an Bord. 556. Das ist ein Ergebnis, das lässt sich doch sehen, meine Freunde. Wow. Errungenschaft freigeschaltet schon. Serious Airtime. HUD Customization Unlock. Change your HUD and decide what information to display on screen. Nice.
Und mit dieser Information würde ich sagen, das war's vom heutigen Part von Learn to Fly 3. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt, dass wir Pinguine ins Ei schießen. Bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!